Hallo, ich bin ein bisschen spät dran. Ah, Mensch. Es ist Feiertag und man kriegt nichts geschissen. Der Rechner rendert sich wie olle doof. Na, und stürzt auch öfters mal ab. Aber ist egal. Heute ist es wieder Montag. Immer wieder montags kommt der Bananenmann. Irgendwie sowas. Na, ah, Gecko Spaghetti. Hallo, schön, dass du es hierher geschafft hast. Finde ich supi. So, wir starten den wahrscheinlich letzten Part von Donkey Kong Country 1. Das heißt, wir machen heute Nägel mit Köpfen. Oder wie man bei Zelda sagen würde, unsere Firmenphilosophie. Wir hämmern die Nägel mit Liebe oder so. Nee, wir... Ich hab's verrafft. Ich hab's echt verrafft. Ich hab's so gut vorbereitet gehabt. Ich hab's verrafft. Egal, wir spielen ein bisschen Donkey Kong Country. Wir sind im vorletzten Level in der Factory. Und schwimmen jetzt gerade durch dieses giftgrüne Wasser. Ich weiß nicht, wenn soundmäßig irgendwie Käse ist, dann schreibt es bitte. Damit ich Bescheid weiß. Ach toll. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, nur wegen Bananen. Schnell raus hier. Und hier oben kommt auch noch irgend so ein Mistviech. Nee, gut, dann nicht. Schnappen wir uns lieber den Schwertfisch. Boah, der scheiß Hai. Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Okay, irgendwo... Oder gab es hier überhaupt einen Fisch? Der Abend beginnt wieder großartig. Beefy weiß nicht, wie die Levels waren. Oh. Gut vorbereitet, Beefy. Du bringst mich jetzt schon zum Lachen. Gut, wunderbar. Ist alles spontan. Nee, da gehe ich nicht lang. Dieser scheiß Hai. Da ist wieder ein Hai, da ist ein Viech. Da ist ein Schwimm. Ach ja, die Reifen. Oh, ich erinnere mich. Ah. Also kommt er doch zweimal ins Spiel vor, diese blöde Qualle. Und immer vorsichtig sein. Komm, die Bananen schnapp ich mir. Jetzt vorsichtig nach oben schwimmen. Ich wusste es, da kommen. Kleinen Arschloch. Fische. Gott sei Dank wurden die dann in den anderen Teilen alle abgeschafft. Fuck! Oh. Yes! Und wieder ein Leben! Also, immer wenn ich so denke, also manchmal sterbe ich wirklich, weil ich den Levelpfad nicht mehr kenne. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum das Spiel so für viele Leute das brockschwerste Spiel aller Zeiten ist. Ach, hallo Tommy. Guten Morgen, ist gut gesagt. Oh, dammit. Vorsicht. Die Musik ist toll. Oh. Ich lass den erst nochmal kommen, oder kommt er nochmal? Natürlich kommt er nochmal, du! Du Eumel, du! Scheiß Reifen! Und nochmal! Da haben wir letzte Woche richtig geil gestartet, haben viel geschafft und jetzt... Ey... Damn it! Mich nicht, da unten kommt jetzt noch ein Fisch. Da kommt der erste Reifen. Dann genau, da kommt da noch so ein blödes Viech. Das sind da zwei Reifen. Kommt dann gleich auch irgendwo ein Hai, meine ich. Oder ein Fisch. Oder auch nichts. Da ist nur eine Banane. Ich schnapp ich mir nicht. Die Bananenstaude. Da ist ein Fisch. Da ist ein Reifen. Und Bananen. Da sind Reifen. Da kommt dann wieder so ein blöder Fisch. Scheiß Piranha. Ach, verdammt! Egal, unten gibt's ja dann wieder Didi. Yes.
Hast den Super Nintendo doch noch rausgekramt. Finde ich super, Tommy. Ich habe meine ganze Technik jetzt irgendwie umgestellt. Ich habe hier... Ach, verdammt. Kabelsalat hoch 3. Das muss ich, während ich Urlaub habe, mal ordentlich machen. Das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Die halbe Technik funktioniert nicht, weil ich vom Hauptauge gerne weg möchte. It's time to say goodbye to Hauptauge. Weil gerade im Streaming-Bereich macht das Ding mir zu viele Probleme. Oh! Bananenstaude! So, ich habe gesave-pointed. Das heißt, es kann jetzt gar nichts mehr schief laufen. Oh, Fisch! Du, Blöde! Mm. Kabelgor. Kabelsalat. Ja, es sieht ein bisschen gore-mäßig aus. Also, ich sag mal so, der HDMI-Switch, der hängt auf 8:30. Oder auf 5:30. Also, sieht nicht gut aus. Oh, Gott. Okay, 2 Leben noch. Läuft! Ich würde mich sehr freuen, wenn hier irgendwo hier so ein Donkey Kong Fass wäre. Oh Gott, Beefy, das war aber jetzt wieder arschknapp. Ich trau mich nicht. Da ist ein Hai, da ist ein... Okay. Sehen wir heute das erste Game Over? Ich glaube, ich sollte regelmäßig speichern. Ich will nicht, dass man Game Over sieht. Ich sollte vielleicht einfach nach oben schwimmen. Vielleicht ist da... Nee. Sei keine Pussy, Beefy. Du gehst jetzt nach unten. Du kriegst das jetzt irgendwie hin. Yeah, you did it, man. Yes! Schwertfisch, Action. Geilo. Schon fühle ich mich 3000 Mal besser. Bis ich ihn verliere. Oh. Nein, Sackgasse. Yes! Bin ich zu dritt hier. Schwimm, schwimm, schwimm. Ah. Genau, jetzt kommen die Kreise. Kreise des Todes. Schupp. Dann unten. Haben wir wieder diese Arschloch-Piranhas. Oh shit! Das war knapp. Gut, den Kasten brauche ich nicht. Ach, guck mal, der Martin ist auch da. Hello! Bist mit falschem Account drinne. Scheiße, wo war das Ende? Ah! Ach, das war dumm. Komm her, mein Schwertfischlein. Danke. Jetzt aber. Oh, yes! Aber da oben ist bestimmt noch das G. Nope. Oh, crap. Ah, okay, cool. Bin aber sehr gespannt drauf, was du hochlädst. Nein! Schwertfisch! Komm zurück! Danke! Exit. Oh, Gott sei Dank! Reier, weier! Geschafft mit Ausrufezeichen, Gott sei Dank. Ich sollte speichern. Ich habe nur noch ganz, ganz wenig Leben. Wenn das so weitergeht, schaffen wir es heute nicht mehr. Zwei Stunden und 5 Minuten haben wir schon. Intus.
Ich werde meinen alten Rekord vor Jahren nicht schlagen. Ah, war das Level mit den... mit Loren? Och nö! Ach, das war der Loren-Level mit dem... Die Karre fährt und du musst hüpfen. Oh, scheiße! Zu weit! Ja. Kein Problem, Didi ist ja in der... Zack! In der Hund! Yeah! Und nicht zu weit. Moin! Yes! Yes! Super Geheimtrick geschafft! Geil! Biene! Das O habe ich! Geilo! Das läuft ja richtig super! Ach, da. Na, hier hätte ich noch ein bisschen warten können. Da war ein Geheimnis. Oh, Scheinkleister. We believe. We believe. Ah, hier gibt's doch keinen. Die Käfer, das ist doch fies. Ah, schon wieder das Honig bekommen. Jetzt kommen gleich wieder die Bienen. Scheiße. Erstmal Schnaufpause. So, und rein. Das Go. G nicht bekommen. Go nicht bekommen. Oh. Gott! Ein Leben noch! Nein, meine Reaktion ist super. Der Fernseher macht Probleme. Ich habe eine Verzögerung drin. Um Millisekunden, aber die merkt man direkt. So, zack und drinne. Läuft doch. Das läuft auch. Supi geil. Hui! Sauber! Na, da warte ich noch. Sup, und sup und boing. Ich bin zu alt für diese Scheiße, Mann! Das war's. Game over! Ja, kein Problem, machen wir noch weiter. Ich hab ja gespeichert. Das geht übrigens den ganzen Abend wahrscheinlich. Habe ich so gut angefangen, aber ich habe aufgehört. Ich bin nicht durchgekommen innerhalb von 2 Stunden. Ich hatte 26 Leben und jetzt nur noch 5. Und gerade die letzten Leben braucht man in den letzten Level so unglaublich oft. So, aber jetzt wieder ein Doppelpack. Schupp. Aber dass es hier keine DK-Fässer gibt, das ist so fies. So, K habe ich. Ah, wieder den geilen Trick hier mit der... dem Seilschirm. An der Biene vorbei. So einkassiert. Sauber. An der Biene vorbei. Läuft. Und Save Point. Nein. Wieder an der blöden Stelle. Das ist aber auch fies. Okay, doof. Zack, Spiel vorbei. Ja, ja. Kaum ist Martin da, schon geht meine Performance in den Keller. Ich glaube, das liegt nicht an der Kamera. Liegt an Martin. Martin versprüht dann so eine Aura. Oh, Mann, ey. Knarz, echt. Das macht gerade der Super Nintendo Controller. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yes! Ach, ich bin so blöd. Aber weit gekommen. Zack.
Und hoch und rein damit. So, geht doch. Erster Schwertfisch. Das ist so eine bescheidene Stelle hier. Zack und go. Zack und go. Eins, zwei und drei. Yes! Yes! Ah! Stellen hier nicht bekommen. Hm. Eins, zwei und drei. Sollte vielleicht dabei nicht Y drücken. Das ist vielleicht. Ja. Ich drück gerne Y. Und wieder das End verpasst. Yay. Und das super Ding auch verpennt. Das sitzt. Da, du Arschloch! Der Biber! Leck mich doch in den Foot, ey! Das darf doch echt nicht wahr sein! Oh, come on! Ah. Und wieder das Ende nicht dran gedacht. Mann! Scheiße! Alter, jedes Mal zuck ich zusammen. So, es kann nichts mehr schief laufen, meine Damen und Herren. Biber, hab ich dich. Alter, speichern. Nein, speichern. Das mache ich, ohne Witz, das mache ich jetzt den ganzen Abend, weil wenn es dann wirklich Game Over ist, dann zwei Levels nochmal von vorne. Hab ich keinen Nerv drauf. Es tut mir sehr leid dann. Dann dauert es halt ein bisschen länger, ist aber auch nicht schlimm.
So, Koma-Keller. Geht nämlich, glaube ich, immer das Licht aus. Auch ein sehr, sehr geiles Level-Design. Geht schneller aus, oder? Behalte den mal vor mir. Ich wusste, dass da einer kommt. Da ist eine Gruft. Wo ist die Gruft? Ne, ich glaube, da gibt es keinen Geheim. Sie springen da jetzt nicht rein. Bah, hab ich dich. Also in irgendein Teil konnte man reinspringen, aber ich weiß leider nicht mehr welchen. Da kommt auch noch einer. Zwei sogar. Bah. Springen, fortbewegen. Bin ich denn Jack? Den krieg ich doch nie. Ja, den kriegt man mit der Rolle oder mit dem hier, Ratschlag, aber das mache ich jetzt nicht. Ah, da war's. Ah. Oh Gott. Dammit, es waren drei. Egal. Didi! Déjà-vu-Abend, warum das denn? Yeah, ein Oh. Oh. Oh my. Da kommt der Dicke. Bam. Was? Vivi hat jeden Montag einmal ein Déjà-vu-Abend. Ey, komm, so schlimm ist es aber auch wieder nicht. Ich habe immer so einen Flashback-Abend. Wisst ihr? Dann denkst du, oh Gott, das hast du schon. Oh, stimmt, das ist so und hier und da. Ah, die Liane, die sehe ich doch nie im Leben. Ha! Jawohl. Ne, die Bananen nehme ich noch mit. Also das Level, eigentlich ist das ein geiles Level. Boah, boah, das war arschknapp. Yes. Kommen aber noch welche. Ne, das war's. Super. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Arsch und Zwirn, ich sehe nichts. Ich trau der Banane. Yes. Typically me. Okay. Ja, da war nichts mehr. Okay, und jetzt runter. Okay. Ha! Geilo, geschafft. Da Weiß Soundtrack. Ist das echt von David Weiss? Wusste ich gar nicht. Damn. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt quasi den letzten Montag vor der E3, das stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, weil ich habe nur noch 4 Tage habe ich Urlaub. Und danach gibt es unser schönes E3-Programm. Wir starten am Samstag schon mit EA. Samstagabend. Na, dafür fällt dann Montag die freundliche Zockerei um 19 Uhr bis 21 Uhr aus. Stattdessen starten wir, glaube ich, schon um, ich meine, 21 Uhr mit Microsoft am Montag. War doch Microsoft, ich glaube ja. Ah, den Bossgegner, den liebe ich. So, jetzt noch ein zweimal Bam. Bam. Genau. Hoffentlich Open Beta. Die Ankündigung einer Open Beta. Wie irgendjemand mit Muddy zusammenspielen kann. 2, 3, 4. Okay, gleich kommen nämlich die. Nein! Scheiße! Das war dumm. Ach, guck mal, die Apfelnase ist da. Hi ho! Ach,
ja, ich wusste ja, dass Game Over kommt. No problem. Also den ersten Rekord, 2 Stunden 18, schaffe ich schon nicht mehr. Schade. Naja. Versuch mal an den zweiten ranzukommen. 2 Stunden 48, aber ich glaube, den kriege ich auch nicht mehr hin. Und zwischen den Spielständen liegen, glaube ich, ja, ich glaube 9 Jahre. Jupp. Ich wechsle mal auf Didi. Weil wenn Didi mir jetzt gleich stirbt, ist es noch nicht so schlimm. War so klar. Oh, ich bin fast reingesprungen. Boah. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, es ist vorbei. Super, geschafft. Nein, wir gehen nicht in Affenkleinhöhle. Wir gehen nochmal in Krimskrams GmbH und speichern ab. Weil ab dann wird es nämlich mit Speichern echt schwierig. Jupp. Badab, 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 badabada. Der hat eine große Banane. Ja, die Bossgegner droppen alle eine Hauptbanane. Die dann später in Donkey Kongs ja, Höhle einkassiert wird. So, aufgetankter Ärger? Da haben sie keinen Ärger gemacht, da ging es nicht. Aber gut zu wissen. Aufgetankter Ärger, das ist mit den mit der Plattform gegen die Fässer springen muss, mit der schönen, der Tank gefüllt bleibt. Auch ein geiles Level. Hier. Fuel. Und voll. Und Fuel. Und wieder voll machen. Käse hier. Da schnappen wir uns noch was, K. Und voll damit. Auch noch voll hier den Tank. Na, schnapp ich mir das O? Nee, nur das Fuel schnapp ich mir. So. So. Oh Scheiße, wie war das nochmal? Ich glaube, da kann man nie dran. Okay, keine Ahnung, wie man in den Fisch dran kam. Und hüpf, 3 voll. Und jetzt nochmal an der Biene vorbei. Yes. Und nochmal in die Bienen durch. Und dann mit diesem geilen Soundtrack. Yes. Mega Scheiße! Komm schon, Beeilung, liebe Plattform. Die Biber des Todes. Oh nein! Oh, jetzt kannst du auch weg. Yes! So. Nochmal 3 Lampen. Das ist so gut. Das ist so gut. Ah, wieder. Oh shit, jetzt nur noch ein. Boah. Boah, Mann, ey. Nochmal hier voll machen. Und ducken. Oh. Ja, hätte man auch machen können. Lups. Hau ab, Biber. Ich mag dich nicht. Yes. Finish. Der Soundtrack war fast das geilste an dem Spiel. Natürlich auch die Grafik.
Aber das Gameplay war auch schon nicht ohne. Ja, stimmt, das Gameplay. Aber die haben in Teil 2 so viel Gutes gemacht. Also Teil 2 spiele ich immer noch am liebsten. Wobei, das habe ich auch schon lange nicht mehr ausgekramt. Könnt ihr mal auf der Haupt auf unserem Blog gucken, wann ich ein Review zu Donkey Kong gemacht habe. So lange habe ich schon kein Donkey Kong mehr gespielt. Das ist schon verdammt lange her. So, nochmal Rambi-Action hier. Irgendwo war auch ein Geheimgang. Hier ist er nicht. Nein, Rambi! Ach, Shitterbooms. Dann machen wir es halt. Oldschool mit TNT! Nee, du nicht. Geh weg. Ich sagte Oldschool mit TNT, aber irgendwie kommt keiner. No? Da ist der Eingang. Ja gut, TNT hat die mal sparen können. Oh. Weiter. Was war denn in der Höhle nochmal drin? Ne? Oh, Scheibenkleister. Das G. Ja, super. Nee. Oh, stimmt. Wenn man TNT fast so stehen lässt, dann explodiert es. War vielleicht nicht so gut. Na komm. Ja, da hätte. Wahrscheinlich gibt es hier einen Geheimgang gewesen. Oder war der hier hinten der Geheimgang? Irgendwie sowas. Verdammt, den habe ich verpennt. So. Cool, mal, den bist du in Technical Alpha Programm drin, ne, von Sea of Thieves. Ja, ist er. Viel im Chat nachlesen. Ich muss. So. Ach, geh weg, du Heumel. Aber es hat mir nichts gebracht. Egal, nehme ich den nächsten Fässchen. Ey, so viele TNT-Fässer hier. Ach, dammit, dafür hätte ich's. Da hätte ich's wirklich da gebraucht. Egal, so. Ach. Zwischenpunkt. Levels sind doch schon ziemlich lang. Yes. Oh nein. Schon wieder die verloren. Hä? Nice. Meisterstein. Super. Nice wie Reis. Gib direkt die. Den Strauß? Es gibt ein drittes Level mit dem Strauß? Das weiß ich gar nicht. Sehen wir jetzt doch nochmal den Strauß in Action. Ohne Witz, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich fühle mich gerade richtig alt. Oh.
Komm, verassel mich schon nicht hier. Yes, mit Strossenmann Level geschafft. Yes. Geil, oh Mann, ey. Boah, der Chat, der geht gut ab, ey. Boah, das Spiel ist eher Ruckel-Kong. Das geht ja gar nicht. Oh, wieso geht doch eigentlich? Wobei, ein neues Donkey Kong gekündigt wird auf der E3 anstatt eines neuen Metroid Primes. Mir egal, ich will beides. So, wir speichern mal ab, weil die Level liefen gerade zu gut. Vielleicht bin ich jetzt warm gespielt, keine Ahnung. Gehen wir mal hier zurück. Zoom, zoom. Badab, badab. Und nochmal. Zup. Zoom. Zoom. Ja, der Martin, der hätte lieber ein Animal Crossing. Gebe ich ihn. Ja, ich hätte schon auch wieder Bock auf so ein Animal Crossing-Ding. Also. Ich weiß nicht. Für die Switch wäre schon geil. Alto Stratuse. Ach, das war mit dem Lichtschalter hier, ne? Gab's hier nicht ein Geheimnis? Yes, Gott sei Dank. Das kommt die Ballons am Ende schon. Mistviecher, die auch noch mitspringen, sind die fiesesten. So. Jetzt sag ich mal. Ah, hält doch ein bisschen länger. Und hopp. Und eins und zwei und hopp. Licht an, Licht aus. Scheiß auf die Bananen, scheiß auf das O, scheiß auf die A. Yay, Safe Point. Damit habe ich nicht gerechnet. Fuck, ich habe ihn noch im Schatten gesehen. Ah, nee, muss noch mal. Töpf. Nee, ich muss noch mal. Töpf. Ja, okay, da ist ein Vorsprung. Was kommt jetzt? Du blöder Geier! Nochmal von vorne. Ich bin jetzt. Also die K habe ich verloren, weil ich blöd war. Das mache ich jetzt wieder gut. Nein? Ja, das war gut. Nochmal hüpf, nach hüpf und. Ja, super. Und hopp. Und hopp. Und go. Jetzt kommt gleich wieder der blöde Geier. Den Knüpp. Knüppe könnt's. Bienen. Es war klar, dass das kommt. Ich brauch den Unearth-Schalter, dann sehe ich hier nichts. Also man sieht anhand der Augen schon zwar genug, aber. Ach komm, scheiß aufs G. Wir haben eh das O und das N, glaube ich, nicht. Oh Gott. Na, der Lümmelkong hier. Scheiß Fässern hier. Oh. Oh. Mann! Oh. Ich hätte gern Switch Music, der Nachfolger zur Wii Music mit HD, Rumble und Online-Funktion.
Gecko, sei vorsichtig mit, was du dir wünschst. Das könnte in Erfüllung gehen. So. Aero Chaos. Next Level. Komm hier, Techies. Ach, das ist hier mit dem Wellblech. Fliegendem Wellblechdach. Komm, hau ab. Der geht hoch, der geht runter, der geht zur Seite. Ah, du Arschloch! Okay, komm, nicht unterkriegen lassen. Es ist nur noch das Level und glaubt der Bossfight, dann können wir schon wieder Feuer machen für heute. Komm, geh weg. Tschüss. Oh, hau ab! Mist wie. Hoch, runter, zur Seite. Boah. Oh nein, geh weg. Oh nee, geh weg. Schützt die Gürteltiere. Ah, scheiße. Ach du Heiliger. Boah. Oh du blödes Mistviech. Es tut mir leid. Ich soll vorsichtig sein mit Wünschenlein. Sie könnten in Erfüllung gehen. Dann wünsche ich mir Banjo 3. Ja, gut, Banjo 3 bin ich dabei. Aber wird... So ein Banjo wie Banjo-Kazooie. Ja, gucken, was Microsoft aus dem Ärmel schüttelt. Geh weg. So. Bin ich sehr gespannt, ob was noch alles kommen wird. Ach, schade. Geh weg! Ich kann ihn nicht platt machen. Hau ab! Oh, nee. Es ist doch immer wieder diese gleiche Leier mit diesem alten Geier. Ja. Nur leider sind es Bienen. Komm, tschüss! Komm her! Bam! Und? Oh, oh. Puh. Es... Oh Gott. Warum? Warum ist die Biene immer im Weg? Warum bleib ich nicht einmal davor stehen? Dammit nochmal! Na komm, beweg dich. Och nein, zu spät gesprungen. Ah, nochmal. Und nochmal von vorne! Yeah! So, tschüss! Sagt tschüss! Ah, super, jetzt muss ich über die Deppen springen. Ah, auch kein Problem. So, hat ja auch geklappt. So. Eins, zwei, die Biene. Summ, summ. Ha, diesmal drüber gesprungen. So geht das. Tschüss! Der taucht nie wieder auf, die Schweinepriester. So, jetzt muss ich aber hier ein bisschen gucken. Arschlochbiene. Ich schon wieder. Oh. Mein lieber Herr Gesangsverein, was kommt jetzt für eine Schweinerei? Ach, Geier, okay. Nee, den nehme ich mir jetzt mit. Tschüss. Jawoll.
Die Biene ausgenockt. Zumindest eine. So, nimm mir mal Fesselein mit. Nee, komm, hau ab. Diese blöden und rollenden Mistviecher. Tschüss. Sagt er tschüss. Oh, Safe Point. Es fühlt sich so gut an. Oh. Dankeschön. Schauen wir uns nochmal hier. Donkey Kong noch. Schön mit dem Ratschlag über die Plattform gesprungen, ey. Scheiß aufs End. Oh nein, wie fies. Oh, wie fies. Och, du... Was? Lol, wurde ein Spiel für Beefy angekündigt. Mega Man Legacy 2. Ja, ich habe direkt auch bei Twitter meinen Senf dazu gegeben. Nicht für die Switch. Ich total doof finde. Aber ich habe Teil 7. Ich bräuchte noch Teil 8. Dann habe ich es auch komplett. Die Mega Man. Meine Mega Man Collection. Ich habe ja alle Teile auf der Wii. Hätte auch Bock drauf, Mega Man 1 zu spielen. Mega Man 1 ist so ein... Ah, das würde ich vielleicht noch... Ja, das ist auch, ist auch schon ein paar Jährchen wieder her, aber würde ich vielleicht auch noch hinkriegen. Ah, ich vergaß. Hier sind ja die Deppen. Zack. Eins. Komm, überspring ich mal. Ah, überspringen wir doof. Überspringen wir doof. Scheiße. Wofür war der... Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, das war so klar. Ah. Weg. Jetzt ganz geschmeidig. Zack. Jetzt kommt gleich das Fässchen. Das Fässchen muss ich einfach nur schmeißen. So, geschmissen die Sau. Oh nein. Puh. Oh Mann! Mein Herz! Oh. Ach du! Du Eumel, du! So, aber die Spiele gibt es doch schon alle lange. Warum sollte man sich alle nochmal kaufen? Weil man sie jetzt in der Collection hat. Und gerade 9 und 10, ich sag mal so, wenn deine Wii irgendwann platt ist oder deine Xbox 360, wobei es auch abwärts kompatibel zu Xbox One oder deine PS3, wo es ja auch drauf ja, zu kaufen war, dann ist es weg. Es ist halt digitaler Download und ich hoffe, die Legacy Collection kommt als Retail-Fassung. Das wäre sehr, sehr cool. Aber weiß man nicht. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. So, weiter geht's. Neckys Rache. Kommt der blöde Geier nochmal in Blau. Tschüss. Hau ab. Ach ja, stimmt. Er spuckt ja dann dementsprechend zweimal. Jetzt spuckt er dreimal. Eins, zwei, au. Kleines gelecktes Würstchen, du. Ah. Der könnte mich nochmal zur Weißblut bringen. Egal. Zack, weiter. Nein! Fuck, schon wieder so hoch. Ah, hab ich dich. Oh, scheiße. Eins, zwei. Stimmt, der spuckt ja nur zweimal. Eins. Du Arschloch! Ah.
Habe ich. Ach, eins, zwei und Sprung. Eins, zwei, drei und Sprung. Geht doch. Ah, zu weit vorne. Zwei. Scheiße. Geht doch kaputt. Eins, zwei, drei. Scheiße. Ah. Ah. Yes. Siegerfaust. Du gelecktes Würstchen. Wie viel 2017? Ja. Ich muss unbedingt den Bot beibringen, wie man Zitate speichert. So, bevor wir den Bosskampf machen, ich habe kein Leben mehr. Ich gehe jetzt nochmal. Speichern. Bevor ich mir jetzt den Bossgegner kralle. Ah, es wird knapp. Ich habe noch 10 Minuten. Wobei eigentlich, ich hatte bei dem Bossgegner eigentlich nie, beim Endgegner hatte ich nie Probleme. Sagte Beefy, bevor er zu King Kong Roll ging und von der Krone erschlagen worden ist. So, genau, jetzt ist es easy, zack, weg mit dir. Jetzt läuft da die Sacknase. Ja stimmt, der läuft jetzt einmal, jetzt läuft er zweimal. Eins, zwei und... Nein, das wird's... Er läuft zweimal! Scheiße, Mann! Beefy! Game over! Nächstes Continue! Nein, das wird heute keine lange Nacht. Ich pack das jetzt. Ich mach den fertig. Damit wir eventuell vielleicht nachher noch ein bisschen Mario Kart spielen können. Wär doch mal ein geiler Vorschlag. Ich muss zwar dann wieder einiges umbauen und so. Ich hoffe, ja, ich muss da wahrscheinlich einiges zurechtschieben, aber passt schon. Puh. So. Nochmal, diesmal mit 5 vollen Leben. Wie viel muss noch raffen, wie er funktioniert? Mit Pause. So. Eins. Einmal laufen. Komm, wir laufen direkt hinterher. Jetzt schmeißt er nochmal die Krone. So. Zack. Jetzt läuft er zweimal weg. Und Krone. Ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei. So. Krone. So, jetzt müsste er hüpfen. Nicht zu weit vorne. Aber sonst kriege ich die Krone nicht auf die Nase. So, und hopp! Hopp. Scheiß kommt irgendwie nochmal zurück. Jetzt nicht gleich von der Krone erschlagen. Ha! Nochmal, come on! Ich komm nochmal zurück. Ja, es kommt nochmal zurück. Scheiße. Jetzt vorsichtig sein. Und hüpf! Defeated! Yes! Wir sehen den Abspann. Mit der geilsten Musik ever, ey. In tiefer Dankbarkeit an Kodira. Clap. Claptrap? Nicht wirklich, oder? Charaktere: Cruiser, Kunst, Kritter, Konzept: Klump, Kommando: King Key Roll. Ende? Fragezeichen? Ah, ja, stimmt, jetzt kommt dieser scheiß Springscheiß. Und schmeiß. So, das letzte Mal vielleicht. Jetzt aber! Ist das ja ein Speedrun? Nein. Ich versuche meine Bestleistung zu schlagen. Und habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Gut gemacht, meine Junge! Mein Junge, hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut.
Eine ganze Horde Gremlins ganz alleine fertig gemacht. Da lacht das stolze Opa-Herz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Guck mal, da geht das Hü. Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Wirklich alles. Denn ich bin alt und weise. Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Ja, stimmt. Ist aber egal. Yeah! Der Vorrat ist wieder voll! Sauber! Mega cool. Die Mitspieler. Die bösen Typen. Ich lese die jetzt. Soll ich die alle vorlesen? Ich warte mal auf eure Antwort im Chat. Ah, seht ihr mal. Kurzes Ding. Aber ein schönes Ding. Der World Record Klapper. Ja, als ob. Ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord liegt bei Donkey Kong Country. Ich glaube, bei einer unter einer Stunde oder so. So oft, wie ich ja jetzt hier gestorben bin, ist schon echt, Bite Size. Okay, dann war das wohl wirklich ein Piranha. Dein Vater zum Spiel. Es ist immer noch ein geiles Spiel. Das ist halt 1994 das, was damals möglich war. Grafisch top damals gewesen. Heute, ja gut, es ist stark verpixelt, aber es ist immer noch eine Perle. Und ich glaube, wenn man es auf einer alten Röhre spielt, sieht es noch einen kleinen Tacken geiler aus. Sound ist eh mega. Ist ein Rare-Spiel, da ist Soundtrip-mäßig immer geil gewesen. Und Gameplay, ja gut, man kann es, wenn man gut ist oder nicht so gut ist, schafft man es in 2 Stunden. Wenn man aber wirklich keinen blassen Schimmer hat, dann hat man da an den Titel auch ordentlich viel Spaß. Und Geheimnisse, ja gut, bei den Geheimnissen, man wird nicht belohnt. Das hat Teil 2 halt einfach besser gemacht. Aber sonst geil, hier, die allgemein die Designs der Bosse. Ja gut, du jetzt nicht, du bist hässlich. Ja, geht so, hau mal ab. Aber hier die Biene, ich bin immer noch ein Fan von der Megabiene. Aber es ist halt nicht mein Lieblings-Donkey Kong Country-Teil. Mein Lieblings-Donkey Kong Country-Teil von allen 5 Spielen ist immer noch 2. Danach kommt 1. Dann kommt Tropical Freeze, was ich sehr cool fand. Dann Returns und dann das 3. 3 fand ich halt. Es war okay, war auch geil, aber. Da fehlte was. Erst recht, weil sie Rambri ausgenommen haben und ersetzt haben durch so einen komischen Elefanten, der Wasser verspritzt hat. Ey, das war für mich damals so. Wo ist Rambi? Bin ich jetzt dran? Nein, natürlich nicht. Kommen erst die anderen wie Funky, Candy. Klar, ich bin der Nächste. Oder hier, Cranky, aka Classic Donkey Kong. Diddy hier. Von mir auch damals Dinky genannt. Weiß der Teufel warum. Super gut. Jetzt noch ein kleiner Sketch. Guck mal nach oben. Bam. Bam. Rutscha. Gut, jetzt kannst du mit Donkey Kong Country 2 weitermachen. Ja, das lassen wir abstimmen über Twitter. Aber Donkey Kong Country 2 ist auf jeden Fall dabei. Mimimi, mein armer Zingenfinger. Ein Leben hätte mir genügt. Ja, klar. Ich wäre schneller gewesen. Natürlich. Danke an Leitung Programmierung C. Sutherland. Technikprogrammierung B. Gun. Ja, Mensch, das war's. M-Wills. Ich dachte, ja gut, Special Software sieht. Also, es ist immer noch ein geiler Titel. Und wie gesagt, ich bin auch echt begeistert, wie der halt auch immer noch aussieht auf dem HDMI-Bildschirm. Hier, also, na ja, gut, auf dem HDMI. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Bildschirm jetzt bessere Bild sehe als auf dem Stream. Auf dem Stream ist es doch arg am Ruckeln. Wobei, besser. Es sieht auf jeden Fall besser aus als letzte Woche. Letzte Woche hatte ich hier Ruckel-Orgie hoch 3. Das ging gar nicht. Ne, bei Yooka-Laylee ist es leider auch drin mit den Ruckeln. Das heißt, die Aufzeichnungen für YouTube, die sind alle am Ruckeln. Das liegt nicht am Spiel, das lag leider an der Aufzeichnung. Ärgert mich auch ein bisschen, aber kann ich nicht ändern. Da war der Rechner leider ein bisschen überlastet mit Full HD. Jetzt habe ich hier nur HD Ready. Tut's auch. Für Klassikspiele reicht HD Ready.
Hauptsache, der Rechner kocht mir nicht. Aber sonst, ja, was spielen wir als nächstes? In der Umfrage, also zwei Titel bekommen wir auf jeden Fall wieder rein. Das ist nämlich einmal Ava M, weil es gerne spielen möchte. Und was hatte ich noch gesagt? Donkey Country 2, auf jeden Fall. Dann, ich hatte Vanquish drin, das streiche ich einfach mal raus und würde es gerne gegen einen anderen Titel ersetzen. Da weiß ich es aber noch nicht. Gibt es denn Vorschläge im Chat? Fragen wir euch mal so rum, bevor ich jetzt hier wieder alleine entscheide. Also letztes Mal war Spyro auch drin, weil es im Chat gewünscht hat. Die anderen beiden Spiele könnt ihr mal raussuchen. Was schreibt denn hier? Ihr alle. Beziehungsweise, genau, es geht jetzt wieder los mit Intro. Ich bastel jetzt nochmal hier kurz um und dann spielen wir noch eine Runde. Ja, was heißt eine Runde? Wir spielen noch eine volle Stunde Mario Kart. Lufia. Ne, das dauert nicht so lange, Marlin. Nett gemeint. Habe ich auch leider nicht hier. Aber würde zu lange dauern. Ich bin eher so ein 8-Stunden-Kind. Also so Yooka-Laylee war schon... Uff. Bei Twitter-Umfragen schalten sowieso immer nur 3 Leute ein. Obwohl 50 abgestimmt haben. Es sollten die wahren Fans im Chat gefragt werden. Und deswegen frage ich euch ja. Also Donkey Kong Country 2 ist ja klar. Aber möchte ich gerne spielen. Um einfach zu zeigen, dass es ein tolles Spiel ist. Und die anderen beiden, die entscheidet ihr jetzt mal im Chat. Ne, Illusion of Time habe ich nicht. Werde ich aber auch nicht spielen, dauert zu lange. Sitze ich 30 Stunden dran, wenn man, ja, was heißt 30 Stunden? Sitze ich 60 Stunden dran, wenn man dann sagt 2 Stunden pro Session, dann bin ich in... ja, ihr könnt es euch ausreden, dann bin ich schon lange nicht mehr durch. Life is Strange ist eine Idee. Das könnte man machen. Würde ich zwar wieder von vorne anfangen, ist aber auch nicht schlimm. So, ich lasse euch mal kurz alleine, ich baue eben kurz um. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder mit einer kleinen Runde Mario Kart 8 Deluxe. In dem Sinne, bis gleich.